Ja. Mehr zersprungen. Und ich bin in der Hölle. In der Dunkelhölle. Wir da drei. Lass mal kurz hier ausweichen. Fuck. Coole Typen. Da ist da direkt eine Leuchtfackel auch hinschmeißen. Okay, Kanolians. Mehr Licht. Für mich. Ja, Gewehrmunition. Räubermunition. Wie viel haben wir da? 8. Kann man eigentlich auch mal reinballern. Ja. Schön mit dem Jagdgewehr. Mal schön hinten wegbleiben. So, Thermoskanne. Und was ist das? Eine Mühle. Wasserrad. Holzhäuschen. Scheiße. Das geht doch kaputt mal. Immer in die Birnen. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich hilft, diese Headshots. Falls ich jemals einen Headshot getroffen habe. Ich hätte einfach hier durchlaufen sollen. So, Munition sparen. Klettern! Oh ja, ich muss klettern. Kletter hoch, kletter hoch, kletter, kletter, kletter hoch. Das Haus am See. Geht er leider, aber das springt doch. Oh Gott. Was war denn das? Ich stehe nicht mehr so sicher. Da komm mal rein. Ich muss da rein. Ins Haus. Auf das Mühlendach gelangen.
Revolver-Munition, ja schön. Alle Stellen wegbrennen, weil ich hier auf der Flucht durchrennen muss, so will ich die nicht im Weg haben. Schwarze Schleimspuren von den Nachtschnecken der Nacht. Manuskript. Deputies beim Holzlager. Das Holzlager sah schlimm aus. Das Containerbüro war über die Klippe geschoben worden. Deputy Thornton kam aufgeregt aus den Trümmern hervorgekrabbelt und atmete wegen der Anstrengung schwer. Niemand hier. Komisch. Findest du das nicht auch komisch? Mulligan schnaubte gelangweilt. Teufel, hier ist alles komisch, Thornton. Die Frage ist nur, auf welche Weise es das diesmal ist. Ist das hier der zweite Teil nach der Lücke? Sind das die Ereignisse, die in der Woche stattgefunden haben? Kann das sein? Der Rest ist so, was mir gerade passiert. Was, eine Thermosflasche oder so? Geh's erstmal ab Herz. Noch ein Manuskript. Barry in Ellawood. Als Barry das Dunkel des Besucherzentrum angreifen sah, verschwanden seine Zweifel. Die Menschen, die Al erschossen haben sollte, waren keine verrückten Einheimischen gewesen. Die Welt war anders. Als hätte jemand umgeschaltet. Man glaubt, man sieht eine Sitcom, schaut aber eigentlich eine Horrorshow. Als die Vögel auf die Hütte losgingen, war Barry nicht überrascht, nur entsetzt. Der Barry. Das ist ja auch eine Frage, ob der wirklich da ist oder ob ich den dazu geschrieben habe. Ich weiß nicht, ob ich eine große Pfütze. Ob das vielleicht alles hier geschrieben ist oder echt oder. Weiß man nicht. Die nehmen wir auch schon mit. Also wie diese Leiter. Ich muss auf das Dach. Was will ich denn überhaupt auf dem Dach? Kann ich den Hubschrauber abholen? Ich will nicht aufs Dach. Ganz und gar nicht. Na gut. Muss auch nicht aufs Dach. The darkness wears her face. Also habe ich eigentlich gerade nur einen Ehekrach. Vorsicht, du Losnesten! Bildlich auslebe. Nehmen wir die hier. Kann ich der Fetti, so da ist mein Skript, das dachte ich mir. Jagdgewehr, wie schön. Das wird schon jetzt besser verstecken. Wake spürt das Dunkel.
Schatten bewegten sich und der Wind nahm zu, als ich durch den Wald rannte. Ich konnte fühlen, wie das Dunkel mich anstarrte. Dann wurde das Mondlicht von dunklen Schatten verdeckt, die über den Boden hetzten, zu schnell, um natürlich zu sein. Finsternis sammelte sich zwischen den Bäumen und zerfloss. Besessenen erschienen. Kein natürlicher Pfad hatte sie geführt. Der Pfad der Dunkelheit ist nicht natürlich. Obwohl, schon. Achso, hier. Hüpfe, hüpfe, hüpfe. Athletisch ist sie so nicht, ne? Kann sich nicht mal da ein bisschen hochziehen. Okay, lass ich den Spaß beginnen. Was haben wir denn da noch? Wobei, muss ich mal ein bisschen verbrauchen. Der ist doch schon verwundet, oder nicht? Hallo. Aha. Mein Gott, das war echt teuer. Ja. So. Ach, warum haben wir uns wieder ein bisschen aufgefüllt? Ist okay. Die Wölfe heulen. Die Steine bewegen sich. Drop Hazard. Sehr gut. Campgrounds. Campgrounds. Können wir einen Baum um? Guten Tag. Hält. Prozess hier, warum? Diese Batterien, die füllen die Lampe gar nicht ganz auf, ne? Wie jetzt erst. Das ist ja auch immer so schnell leer direkt nach dem Batteriewechsel.
Vielleicht soll ich die Räuber jetzt ja noch kurz mitnehmen. Nicht, dass ich dann nachher wieder ohne stehe. Wo war die? Da unten? Ach nee, komm. Das ist doch wohl ein Witz. Campgrounds. Irgendwo ein Zeichen an der Wand. Nee. Steckt das Manuskript hinter dem Holzhaufen? Nein. Okay. Dann einmal hoch da. Punkt erreicht. Ich hab ein Handy. Die Veranda ist voller Vögel. Es ist wie bei Hitchcock. Halt dich versteckt. Ich bin unterwegs. Öffne nicht die Tür. Bin ich denn verrückt? Versteck dich. Ich bin bald da. Lass auf jeden Fall das Licht an. Lass das Licht an. Das ist wohl der beste Tipp. Auch wieder Vögel. Campgrounds. Ich musste zwar noch Barry bei der Hütte erreichen, aber wenigstens war ich aus dem Wald. Ich musste das Auto aus der Garage holen. Es würde mich schneller zu Barry bringen. Und die Scheinwerfer waren ein erfreulicher Bonus. Ein super Bonus. Kann ich hier irgendwo rein? Wahrscheinlich nicht. Der Vollständigkeit halber noch einmal ums Haus laufen. Das macht das Haus auch sicherer. Wenn man einmal ums Haus läuft, ist das Haus sicher. No parking. Skriptseite. Letzten. Nightingale schießt auf Wake. Was? Der Befehl des FBI-Agenten ließ mich erstarren. Ich wollte mich ergeben. Es ging eh alles den Bach runter. Ich konnte aufgeben, es jemand anderem überlassen. Aber das hier war falsch. Es war Instinkt. Seine Haltung, wie er die Waffe hielt. Er war kein Freund. Unter dem Dröhnen der Schüsse sprang ich durch das Loch im Zaun und stolperte in die Finsternis dahinter. Das Loch im Zaun. Kontrollpunkt erreicht. In der Toilette, oh je. Ich musste den Garagenschlüssel finden. Ja. Oh Gott, die sind alle zu. Mit dem Schlüssel käme ich ans Auto ran. Eine Geschichte ist keine Maschine, die einem gehorcht. Sie ist eine Bestie mit einem Eigenleben. Man kann sie erschaffen, sie formen, aber je größer sie wird, desto mehr fordert sie ein. Nur eine Sache zu ändern, setzt eine Kettenreaktion von Geschehnissen in Gang, die sich über die ganze Geschichte ausbreitet. Diese Geschehnisse müssen zur Logik der Geschichte passen. Nur ein Fehler und die Magie ist dahin. Die Geschichte stirbt. Alice stirbt. Alice stirbt. Das darf ich nicht zulassen. Was dachte ich mir jetzt? Dass hier nur einer drin sitzt. Von dem das Licht ausgegangen ist. Das Auto steht noch da. Vögel, aufmüpfig, aber haben nicht so richtig Bock. Dann was? Aufschließen. Fahren. Oh, ich darf selber fahren.
aussteigen? Ich kann aussteigen. Oh, oh, oh. Rampe, geil. Yeah. Cool. Da geht's gar nicht weiter. Da geht's ein bisschen weiter. Was ist da hinten? Kann ich jetzt nicht hin, ey. Doch, warum kommen wir denn hier hin? Ich habe überlegt, ob ich in den Truck vielleicht steigen soll. Soll ich wohl nicht, so einfach durchheizen. Du Scheiße, ey. Ich bin nicht der beste Fahrer in diesem Spiel. Die Steuerung ist sehr komisch. Könnte ich runter? Ist hier. Das hier keinen Sinn. Das ist eine Thermosflasche. Nehmen wir schnell mit. Da, tschüss. Ich nicht. Geh weg. Och. Elderwood, National Park. Oh Mann, das sieht hier aus. Alles verwüstet. Ich bin gleich da. Ich bin gleich wieder da. Oh, hier ist Ende. Die letzten Meter soll ich wohl zu Fuß erledigen. Bright Falls, Leuchtpistolenmunition. Oh ja. Die Leuchtpistole war vermutlich die bestmögliche Waffe gegen die dunkle Bedrohung. Das heißt, jetzt geht's nochmal richtig ab. Wo liegt die auf der 3? Also, komm. Und ruhig. Ich nehme nochmal die Leuchtpistole. Leuchtpistolen-Action, ja. Hier war ich schon drin, ne? Ja. Das ist das alte Haus, hat sich nichts verändert. Barry, ich komme. Ach nee, ich komme nicht. Ich kann nämlich nicht über den Zaun drüber springen. Ah, war sehr anstrengend, die 10 Meter zu laufen, ne? Ist wohl starker Raucher, der Junge. Es war der Entführer. Sie Mistkerl, wo ist meine Frau? Schluss mit dem Blödsinn, Wake. Sie liefern das Manuskript und kriegen dafür ihre Frau zurück. Ganz einfach. Ich kann nicht. Halt, hören Sie. Ich brauche Zeit, um es abzuschließen. Mir fehlt das Ende. Ich brauche eine Woche. Nicht fertig.
Ich brauche eine Woche. 2 Tage. Hier in der Nähe ist das alte Bright Falls Bergwerk. Sie können es nicht verfehlen, Städter. Im Hauptgebäude, um 12 Uhr mittags. Sie geben mir das Manuskript und kriegen Ihre Frau zurück. Wenn nicht, tja, kapiert. Ja, ja, ich verstehe. Das wird ein Spaß. Barry hatte am Telefon über Vögel gesprochen. Ah, jetzt habe ich einen Kontrollpunkt. Ich bin so froh, dass du da bist. Ein paar sind reingekommen, bevor ich den Kamin dicht machen konnte. Das ist nicht normal. Vögel sind unheimlich. Auf. Toll. Ein ganz schön großer Schwarm, ey. Stehe auf der sicheren Veranda. Zumindest ich von hinten komme. Zwei Vogelis. Ja, weg. Drei einsetzen. Vögel. Guck doch mal rein. Oh, woher? Was kriegt denn da Schaden? Aber dreifacher Angriff jetzt. So richtig organisiert sieht der Angriff da nicht aus. Batterien. Da nicht eine Leuchtmunition einballern. Oder muss ich das? Oh, Moment. Ups, ich hab das gedreht. Ich dachte, du wärst durchgeknallt, Mann.
Alles ganz normal. Ich schickte Barry in die Stadt, um nach einem Mann zu fragen, auf den meine Beschreibung des Entführers passte. Er sollte sich das Archiv der Lokalzeitung ansehen. Vielleicht konnte er was herausfinden. Irgendwas über die verschwundene Insel und die Hütte. Der Mann wollte ein Manuskript. Ich musste eins schreiben, um Alice zurückzubekommen. Schreib. Und so fand ich sie hinterm Haus. Sie saß in ihrem Liegestuhl. Für mich war das Übernatürliche immer eine Metapher für die menschliche Psyche gewesen. Etwas, das man beim Schreiben einsetzen konnte. Jetzt passierte das alles wirklich und ich brachte nicht ein Wort zu Papier. Barry Wheeler hier. Hier ist Rose. Rose? Ich habe Mr. Wakes Seiten gefunden. Oh, sie wunderbares, kluges Mädchen. Könnten Sie und Mr. Wakes sie abholen? Ich wohne in der Wohnwagensiedlung vor der Stadt. Wir sind in etwa einer Stunde da. Wiedersehen. Bis gleich. Die klang aber einen sediert. Schönen Tag noch. Kommen Sie bald wieder. Willkommen im Old Theater. Gutes Kind. Das, ja. Klang schon komisch. Ba. Ellen Wake, das war Episode 2. Yeah, yeah. Bisher bei Ellen Wake. Warte!